Das ist die 26-jährige Annika. Annika hat die große Chance, 10.000 Euro zu gewinnen. Sie muss nur ein ganzes Wochenende mit einem absolut fremden Mann verbringen und diesen ihrer Familie, Freunden und Kollegen als ihren neuen festen Freund vorstellen. Was Annika nicht ahnt, dieser neue Freund ist auf dem besten Weg, ihr größter Albtraum zu werden. Christian Ullmann ist mein neuer Freund. Annika arbeitet in einer Werbeagentur und ist eine taffe junge Frau. Sie will nicht nur die 10.000 Euro gewinnen. Annika möchte mit diesem Spiel vor allem ihre Toleranz und ihre Coolness testen. Das ist Uwe. Unbeholfen, unselbstständig und unerträglich. Uwe wohnt noch bei seinen Eltern und hilft im familieneigenen Baustoffhandel aus. Uwe ist launisch und allergisch gegen fast alles. Annika muss nun ein Wochenende lang Familie, Freunde und Kollegen davon überzeugen, dass Uwe ihre große Liebe ist. Außerdem ist sie die Einzige, die weiß, dass sie dabei in jedem Augenblick von unseren versteckten Kameras beobachtet wird. Wenn Annika die 10.000 Euro gewinnen möchte, muss sie alles tun, was Uwe sagt. Sie muss jede Minute mitspielen, ob in Gesellschaft oder alleine. Sie kann aber auch jederzeit aufhören und das Spiel beenden. Nur dann gibt es keinen müden Cent. Annika weiß nicht, was im Laufe des Wochenendes auf sie zukommt und wer ihr neuer Freund ist. Sie weiß nur seinen Namen und dass das Spiel beginnt, sobald sie ihn das erste Mal trifft. Mit ihrem besten Freund André erwartet Annika beim Friseur ihren neuen Freund. Bin ich zu früh? Nein, alles gut. Hi. Grüß dich. Hi. Wie geht's? Andro. Andro? Ich hab extra nichts davon erzählt. Das ist Uwe. Oh, hier, erstmal ganz kurz warten. Hier, die sind für dich. Danke. Das sind extra 28. Danke. Du bist Andro, André? Ah, ja. Schon von dir gehört, von Annika. Ja. Schon erzählt. Hip-Hop, ne? Dich habe ich mir ganz anders vorgestellt, nach Annikas Erzählung. Ich hab gesagt, ja. Ja. Charmant, so Hip-Hop, dachte ich. Ich kriege ja immer Probleme bei den Haaren, weil bin ja allergisch und brauche immer vor einen Friseur, weil ich allergisch bin, immer so Spritzen in die Kopfhaut vorher. Das wusste ich nicht. Ja, hast meine Allergie, du weißt. Okay, die kenne ich wohl. Okay, ich muss mal. Weißt du, wo die Toiletten sind hier? Ich glaube, da hinten durch sind die eigentlich. Okay, okidoki. Bis gleich. Ja, bis gleich. Jo. Hi. Ist das der Münchner? Nee, der kommt nicht. Nein, das ist nicht. Das ist der SK. Und wer ist er jetzt? Ich habe ihn in der Agentur kennengelernt. Der Job verloren. Du bist ja der Erste, den du überhaupt kennenlernst. Ich habe das noch nicht mal Marion erzählt. Abgesehen von den Allergien und so ein paar Macken ist er echt nett, aber irgendwie finde ich die Macken auch lustig. Weihnachten will keiner alleine sein, das musst du verstehen, Andro. Du hast ja Sonntag sowieso nie Zeit. Nein, ich sag's nur. Du guckst so. Das war mal nötig. Hast du deine Sachen schon dabei? Hast du deine Sachen dabei? Ja klar, alles klar. Cool. Was machst du noch so? Ich bin eigentlich an einem Geburtstag. Hast du ein Auto, oder? Nee, ich habe im Moment kein Auto. Meine Freundin ist damit. Ich habe gesagt, dass wir ihn vielleicht hinbringen können nachher. Du hast nicht gesagt, vielleicht. Wie hinbringen? Wir können doch bestimmt nachher vielleicht zum Geburtstag hinfahren. Mit meinem Auto. Später. Dass wir ihn? Mhm. Dass wir in einem Auto noch... Mhm. Ach so. Muss nicht sein. Kann ich dich mal kurz sprechen? Du mich? Ja, geht das? Kannst du kurz aufstehen? Soll ich mitkommen? Nur kurz, Sekunde. Okay, gleich wieder da. Das ist jetzt vielleicht blöd, aber ich hab das gehört. Der mag mich nicht. Doch, der ist cool. Nein, der mag mich nicht. Ich hab das gemerkt, der kann mich nicht aufstehen. Komm, bitte, komm bitte. Kannst du ihn bitten? Du riechst ihn in Alkohol. Hast du getrunken? Nee, im Zug habe ich ihn. Können wir ihn vielleicht nicht mehr fahren? Dahin? Weil ich,
Der mag mich nicht. Und ich kann das nicht, wenn ich merke, dass mich einer nicht mag. Ja, ohne Scheißen kann ich. Mir wird übel. Und im Auto sowieso, wenn wir so hinfahren, können wir. Kannst du ihm bitte sagen, dass wir ihn nicht mehr fahren? Dass wir gleich zu dir fahren, bitte. Okay. Machst du das? Ja. Aber dann spendiere ich ihm wenigstens ein Taxi. Ich schieb's nicht auf dich. Aber schieb nicht Schuld auf mich, okay? Da reden wir aber später nochmal drüber. Ja, aber das machst du, okay? Das finde ich nicht fair. Ja, aber machst du jetzt, okay? Kann ich den Taxi spendieren später? Nee. Wie? Nee. Nee. Ach, dann fahr ich jetzt mit dem Taxi hin? Nee, ich fahr mit der Bahn. Mit der Bahn fährst du? Weil sie wollte nicht jetzt mit dem Auto mehr. Für mich wäre es kein Ding gewesen, aber... Gehst du? Kannst du drin rauchen? Nee, nicht. Aber schön, ich mal kennenlernen. Hau rein. Er mochte mich nicht. Das ging gar nicht. Mein erster Eindruck von Uwe war, ich dachte, der hat eine Schraube locker. Das Unangenehmste an der Begegnung war für mich, dass ich überhaupt nichts über ihn wusste und er scheinbar einiges über mich wusste. Und ich fühlte mich etwas hintergangen, weil ich dachte, wenn Annika einen neuen Freund hat, dann würde sie mir das vielleicht mal erzählen. Als ich aus dem Salon raus bin, habe ich mir um Annika eigentlich keine Sorgen gemacht, weil ich war eigentlich stinkesauer. Wenn ich Uwe nochmal begegnen würde, würde ich ihm sagen, dass er froh sein kann, dass ich so ein gutmütiger Mensch bin. Jeder andere wäre vielleicht ausgeflippt in dem Laden. Das also ist Uwe, Annikas neuer Freund. Annika hat keine Ahnung, was im Laufe des Wochenendes noch alles auf sie zukommen wird. Sie weiß nur, dass unsere versteckten Kameras immer und überall dabei sind. Am Ende des ersten Abends offenbart sie ihrer Kamera ihre wahren Gefühle für Uwe. Okay, der erste Abend ist geschafft. Ich auch. André wird wiederkommen. Wir werden uns vertragen, obwohl er gegangen ist. Einfach der gute Uwe ist schon echt nervig. Ja, Fazit, erster Tag. Erste Sekunde Schock, dann ging es eigentlich und nach einer Flasche Wein. Der erste Abend war für Annika eigentlich nicht so schlimm. Doch die erste gemeinsame Nacht mit Uwe steht ihr noch bevor. Bist du mir alle von den Decken? Ist das für unten? Ja. Kannst du das mal an die Ecke nehmen? Ich mach die Ecke hinten, okay? Sagst du die Ecke noch? Nee, mach du. Nee, komm da nicht ich an. Ich hab dir deine Decke schon frisch bezogen. Nee, komm nicht mit der Hand. Bitte. Mir tut die Hand weh. Kannst du die Ecke bitte? Mach die Ecke. Mach die Ecke, mach die Ecke, mach die Ecke, mach die Ecke. So, da hast du's. So viel liebevolle Zuneigung lässt Uwe nicht ruhig schlafen. Seine Liebe für Annika treibt ihn zum Äußersten. Ich liebe Annika! Die ganze Welt soll es hören! Ich liebe Annika! Alle Nachbarn, die Straße soll es wissen! Ich liebe Annika! Annika ist meine Freundin! Annika, ich liebe Annika! Die ganzen Straße, alle Nachbarn! Und ich bin allein Freund von Annika, was denn? Der zweite Tag hält eine harte Prüfung für Annika bereit. Wie reagiert ihre Familie auf Uwe? Doch schon der Weg zum gemeinsamen Mittagessen wird zur schweren Belastungsprobe für ihre Nerven. Kein Wunder, denn ihr Beifahrer heißt Uwe. Vorsicht, Vorsicht! Okay. Mann, hast du doch gesehen, da war auch Silbern! Ja, entschuldige. Mann, fährst du zum ersten Mal in den Wagen oder was? Pass auf, wenn die alle so kommen, okay? Weil hier parken Leute auf der linken Spur, das siehst du ja. Und wenn die dann überholen, sind sie ein bisschen mit auf unserer Spur, dann musst du versuchen auszuweichen, okay? Okay. Kannst du nicht so beschleunigen? Wir sind nicht auf der Rennbahn oder so.
Nimm nichts. Kannst du nicht Sachen nehmen vom Armaturenbrett weg, wenn du fährst? Das spiegelt aber nicht. Na und? Dann musst du anhalten. Du kannst doch nicht Sachen vom Armaturenbrett runternehmen während der Fahrt. Du siehst doch, wenn die bremsen vor uns. Es leuchtet rot. Mann. Oh, ich muss mal ganz kurz rechts ran. Ach, Scheiße, es ist eine Pfütze. Guck. Es ist klitschnass jetzt alles. Ja, komm. Guck. Soll ich ein Stück vorfahren? Nein! Die Tür ist doch auf! Hallo! Jetzt kannst du aber besser aussteigen. Die wird gleich rot. Die wird gleich rot. Mhm. Oh, entschuldige. Bitte, bitte! Mann, Vorsicht, Vorsicht! Der blinkt. Warum lachst du? Du lachst! Das ist oft so. Leute lachen und dann sind sie tot. Der ist fast so laut wie der Echte, ne? Der ist höher. Das dauert voll arschig lang, ne? Oh Gott. Das war das Erste, was ich gedacht habe, als ich Uwe begegnet bin. Kannst du nicht so husten, bitte? Entschuldige. Sie hustet die ganze Nacht. Ja. Macht mich latent aggressiv. Da habe ich schon gedacht, dass es irgendwas Ernstes wäre.